ihr seid fortgeschritten. In dem Video geht es ums Springen. So, es gibt drei verschiedene Grundsprünge. Den Fußsprung, den Paketsprung und den Kopfsprung. Bei mir lernt ihr, wofür die da sind und wie die funktionieren. Wir fangen an mit dem Fußsprung. Der Fußsprung kann auch erstmal an Land geübt werden. Dabei ist es wichtig, ihr stellt euch gerade hin, die Füße sind zusammen, die Arme kommen an den Oberkörper und ihr macht einen Sprung nach vorne und taucht gerade ins Wasser ein. Wozu ist dieser Sprung da? Mit dem Sprung erstmal kommt ihr überall nur mit den Füßen auf. Wenn ihr die Gewässer nicht kennt, ist das schon ein bisschen besser, als mit dem Kopf zuerst zu springen, aber noch nicht optimal, dazu kommen wir gleich. Der Fußsprung ist dafür, tief ins Wasser zu kommen. Ihr wollt von einer Plattform tief ins Wasser, weil ihr beispielsweise einen Ring hochholen möchtet. Wenn ihr ganz gerade ins Wasser reinspringt, seid ihr wie ein Pfeil, kerzengerade, und ihr taucht ganz tief ins Wasser ein. Wenn ihr im Wasser abbremsen möchtet, müsst ihr nur eure Arme, eure Beine ein bisschen auseinander bewegen und ihr werdet automatisch im Wasser abgebremst und kommt wieder an die Wasseroberfläche. Das ist der Fußsprung.